Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Wirtschaft weiterdenken präsentierte der deutsche Unternehmer Max Schön, er ist auch Präsident des Deutschen Club of Rome, das Energiekonzept der Desertec Foundation. Der Energiereichtum der Welt ist unendlich groß. Alleine auf die Wüste der Erden fällt in 6 Stunden so viel Sonne, wie wir Menschen als Energie total im gesamten Jahr verbrauchen. In 6 Stunden nur auf die Wüstengebiete. Es ist also unendlich viel Energie natürlich vorhanden. Wir müssen nur lernen, sie effizient einzusammeln und kostengünstig dahin zu bringen und geschickt zu verwenden. Dann kann es uns eigentlich ganz gut gehen im Energiebereich. Um auch die klimapolitischen Ziele erreichen zu können, sollen demnach in den Wüsten große solarthermische Kraftwerke errichtet werden, die Energie klimaneutral erzeugen können. Allerdings müsste man dafür die Stromnetze modifizieren. Denn mit Hochspannungsgleichstromleitung, nicht das, was wir heute meistens haben, Wechselspannung, sondern Hochspannungsgleichstromleitung, kann man Energie über eine Strecke von 1000 Kilometer mit nur 3% Leistungsverlust transportieren. Das heißt, in dem Gebiet 3000 Kilometer rund um die Wüsten der Welt leben 90% der Menschen. Kurzum, 90% der Menschen könnten wir also so versorgen und wir bräuchten dazu gerade mal knapp 0,5% der geeigneten Wüstenflächen dieser Erde. Im Konzept von Desertec spielen aber auch andere alternative Energiequellen eine wesentliche Rolle. Wind ist ganz wichtig, Wind ist heute sehr wettbewerbsfähig. Es gibt super Standorte, beispielsweise am Roten Meer, da kriegen Sie eine Kilowattstunde für 3 Euro Cent raus. Das ist so günstig wie Atomenergie oder günstiger. In Westmarokko sind prima Standorte, da wo der Passatwind weht, da können Sie die Uhr danach stellen, wann es mit Energie losgeht und wann es runtergeht. Also sehr zuverlässige Windstandorte. Und wenn das Netz dann groß genug ist, dann können Sie natürlich so ein Tiefdruckgebiet, wo erst Wind kommt, dann anschließend kommt wieder Sonne, was so über Europa hinwegzieht, dann ist immer irgendwo an irgendeinem Standort Wind und irgendwo ist auch mal Sonne. Und wenn Sie das ausgleichen können, weil Sie ein großes Netz haben, sparen Sie sich ganz viel der Pufferproblematik. Kritiker wenden allerdings ein, dass sich Europa mit diesem Konzept von politisch instabilen Staaten im Norden Afrikas und des Mittleren Ostens abhängig mache. Terrorabhängigkeit geht runter, das ist relativ, und es macht auch, wenn da einer Windmühlen absägt oder ein paar Spiegel zerballert in der Wüste, das ist unbedeutsam. Und dann kommt noch die große Angst, dass man sagt, naja, aber die konzertierte Aktion, alle arabischen Länder drehen auf einen Schlag den Strom ab. Auch das ist bei einem multinationalen Netz, wo 15% aus dem Süden kommen, erstens relativ unwahrscheinlich. Also die arabischen Staaten sind sich selten einig. Das ist so ähnlich wie in der EU, dass die EU komplett irgendwie was zusammen macht, ist höchst schwierig. Das Zweite aber ist, wenn Sie jemanden mit Öl boykottieren, dann haben Sie noch den großen Vorteil, dass Sie sagen, dann mache ich das Geschäft eben nächstes Jahr. Ich liefere das Öl, was ich dieses Jahr nicht verkauft habe, das liefere ich im nächsten Jahr aus. Das Geschäft ist nicht weg. Bei Wind und Sonne ist das Geschäft weg. Man investiert bei diesen Energien wirklich alles am Anfang, 90-95% am Anfang, und liefern zum Schluss nicht ab. Eine gigantische Fehlinvestition. Deswegen ist es viel interessanter, mit Öl und Gas zu boykottieren, als mit Strom. Es ist bei Strom gerade dann, wenn es aus natürlichen Energieträgern kommt, mächtig unsinnig. Es schadet einem selbst. Desertec könnte allerdings auch eine stabilisierende Wirkung auf die Wüstenstaaten haben. Wir brauchen eine Perspektive auch für die ariden Regionen der Welt. Wenn wir die nicht haben, machen sich die Menschen auf den Weg. Und deswegen ist Desertec eben auch ein Beitrag, um Konflikte, um Wasser und Öl zu reduzieren. Wenn reichlich Energie und Wasser vorhanden ist, dann lebt sie schon ganz, ganz anders als in einer Welt, wo das nicht selbstverständlich ist. So könnte man dank Desertec nicht nur Strom für den steigenden Energiebedarf umweltfreundlich erzeugen, sondern sogar die Migrationsströme aus Nordafrika und dem Mittleren Osten langfristig zum Versiegen bringen.